Hallöchen Leute und damit willkommen zu einer 37. Episode von meinem Let's Play zu Pflanzen gegen Zombies. Und ich muss heute umso schneller reden, weil das hier heute eine sehr seltsame Folge, eine Premiere-Folge, wenn ihr so wollt. Ich habe hier mal ein bisschen die Pflanzen gepflegt, der Kürbis ist ausgewachsen und die Mine braucht halt noch eins. Das wollte ich eben mal ganz schnell machen, Leute. Und zwar, es hat ja heute eine Folge, die ich mal wieder nachkommentieren muss, weil ich habe mit Fraps gefailt. Ich habe später bloß einen Ingame-Sound aufgenommen. Und da die Folge zu lang ist, habe ich mir einfach mal die... Die Lache gerade war cool. Und ich habe die Folge mal um 35% beschleunigt. Das heißt, ich habe jetzt quasi 1,35% Speed. Also ein Drittel schneller irgendwie. Das heißt, aus der 26-Minuten-Folge wird jetzt eine 20-Minuten-Folge. Und das Schöne ist dabei, ich kann es trotzdem mit verlangsamter Stimme kommentieren. So, wir haben heute hier Knofi mit dabei und jemand hat mir mal damals zu dem letzten Gefecht mal einen Comic geschrieben mit einem System. Und das habe ich gedacht, du probierst du an der Stelle einfach mal aus, so wie du halt für dich denkst, ne? Dafür brauchen wir halt nämlich Knofi und die Pupseblumen. Ja, da bist du hier tags, das heißt, ich brauche die Kaffeebohnen dazu. Da dachte ich mir, ja, nimmst du noch einen Freeze-Action mit. Und die Musik hört sich gerade irgendwie sehr seltsam an. Dam, dam, dudelim, dudelim, dim, dim, dum. Also es ist quasi wie eine Chipmunk-Folge, bloß ohne Chipmunk-Stimme. Das ist irgendwie cool. Aber ich habe, also ich werde das nicht dauerhaft machen, weil es ist immer anstrengend, irgendwie die Folge dann immer doppelt aufzunehmen. Ich finde das irgendwie dämlich, weil, keine Ahnung, es ist mir immer ein bisschen zu anstrengend, mal zweimal 20 Minuten aufzunehmen, bloß um die Folge halt irgendwie an der Stelle da und da ein bisschen schneller zu machen. Und wieder ist ein bisschen doof. Und das ist jetzt nur der Fail hier. So, da habe ich vergessen, Sonnen mitzunehmen. In meiner Planungswut und dachte, ja gut, dann nimmst du nochmal neu die Sonne mit und... Wir nehmen auch heute nicht den Sonnenfake mit. Ich dachte mir, du schaffst auch so. Du brauchst ja dann mit dem Kaffeebönchen und dem mit der Grundpflanze brauchst ja doch schon ein paar mehr Pflanzen und Mine natürlich auch mal dabei. Dum 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 Das war crazy. Da kann ich gar nicht wirklich mit singen. Das geht viel zu schnell. Aber auf jeden Fall haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, das komplette erste Level geschafft. Das heißt, im nächsten Part könnt ihr dann auch wieder eine normale Folge sehen. Im Überleben, Tag schwer. Könnt ihr lustig werden, wird voll geil. Oh mein Gott, das geht echt schnell. Ich kann so nicht echt nie mitsehen, das ist ja schlimm. Und ja, erstmal wieder unsere übliche Abwehrmethode. Schön ein paar Sonnenblumenpflanzen. Diesmal müssen wir ein bisschen länger warten, weil wir den Fake nicht bei haben, aber also, was soll's. Das ist ja auch eigentlich keine Selbstverständlichkeit, dass man den hat, ne? Dim, dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ich kann mir richtig vorstellen, dass das Abenteuer super schwer ist, wenn man erst so 8 Plätze oder vielleicht 9 hat höchstens. Und denn hier so eine Sachen wie die ganzen erweiterten Blumen da nicht mit hat. Weil dann kann ich mir vorstellen, wenn man dann richtig beschissene Sachen von Debbie Dave kriegt, dann kann man echt Schwierigkeiten in dem Level haben. Ein paar Mal habe ich ja auch schon echt Stress gehabt. Aber das lag ja eher an meiner Konfusinität und so. Dum, 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 dum. Das ist schon cool irgendwie. La, 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 la. Es gibt ja auch gewisse YouTube-Videos, die irgendwie Musik in höherer Geschwindigkeit abspielen, aber das finde ich eigentlich, weiß ich, zerstört manchmal die Musik ein bisschen. Aber hier bei der Musik, die ist ja eh so ein bisschen dudelig, da geht das eigentlich, muss ich sagen. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht gerade. Ich habe es ja mal eben mal kurz angetestet mit der Musik, wie sie das anhört. Und das ist eigentlich okay. Und wie gesagt, dann ist die Folge nicht ganz so lang. So, jetzt kommen wir schon mal hier mal mit ersten Pupsis an, ne? Davor schön Knofi, damit die da immer an der Seite langlaufen müssen. Funktioniert natürlich nicht in Gargantuan oder Zomboni-Leveln, weil die kümmern sich die vielen Knofi, die machen die einfach gaff platt und dann. Ja, bisher lag mal. So, hier müssen wir noch im Update warten. Heißt erstmal den Pupsi da. Pflanzen macht wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Der geht Gott sei Dank in die Mitte, kriegt da schön von dem unteren auf die Fresse. Und da ist auch schon down. Das ist echt gut. Also die Taktik hat gut funktioniert und nebenbei halt natürlich Ringelblumen auch mitgenommen, um diesen Geldaspekt auch mit einzubauen. Na, scheiße, Knofi! Ja, der mag keinen Knofi und ist deswegen einfach mal ausgewichen. Seid ihr denn Vampire? Wieso mögt ihr denn keinen Knofi? Knofi, Leute, ganz ehrlich, Knofi ist doch mal toll, oder? Ich finde Knoblauch geil. Kommt bei mir in viele Gerichte rein, auch muss ich sagen. Einfach, weil es gibt diesen schönen Knofi-Geschmack. Man sollte da vielleicht nicht gerade knutschen wollen oder so. Aber wenn beide das essen, ist das auch nicht schlimm, weil dann merkt man es in der Regel gar nicht. Dum, dim, dam, dam. Das ist ja immer nur Treibs. Dann stinkt's zum Himmel. Dann riecht man das räumeweit. Dum, dim, 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 dum, dim, dim, dum, 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 dum. So, ich habe gerade übrigens ein bisschen extrem viel Sonne, aber wir müssen immer ewig lang auf die Ringelblumen warten. Leider haben die nämlich eine ziemlich lange Abklingzeit. Das heißt, meine Technik funktioniert ja auch leider nur begrenzt. Ich glaube, daher ist es beim letzten Gefecht ein wenig günstiger, weil da hat man ja diesen No-Delay-Scheiß. Das heißt, du kannst einfach so schnell wie möglich diese 50 Sonnendinger dahin klatschen. Hier müssen wir leider immer warten. Und das dauert eigentlich auch mit 1,35 Beschleunigung, musste man jetzt natürlich mal berechnen. Dauert das ganz schön lange, also das ist ein bisschen doof. Und auf das Update von dem Pustepilz warten wir leider auch immer ewig.
Und ja, es ist ein bisschen doof. Aber hey, was soll's? Die Technik funktioniert trotzdem, wenn auch nicht ganz so gut wahrscheinlich. Ich weiß halt auch schon, ja, wir sind jetzt, guck mal da unten auf die Leiste, wir sind im Hälfte des Levels und wir haben, guck mal, 3 Ringe, du. Das ist ein bisschen zu wenig, um wirklich ernsthaft richtig Kohle zu farmen und ja, von daher. Technik ist hier ganz lustig und so, man kann die auch halt nutzen, um Zombies zu killen, aber hier wirklich damit extra Geld farmen oder das Level hinauszögern und deswegen irgendwie viel Geld kriegen oder so, das ist eigentlich eher nicht. Weil, sind ja eh wo's ein paar Noob-Zombies. Knaufi. Ihr seid alle allergisch gegen Knoblauch, ihr seid bestimmt Vampire in Wahrheit. Aber wie gesagt, bei Gargantua nutzt das natürlich überhaupt nichts, weil die machen immer Gaff. Und dann sind natürlich die Knuffi-Zehen alle down und dann, ja, it's the end. Then you're fucked, weil dann überrollt es alles, was hinter dem Knoblauch eigentlich geschützt werden sollte. Ich musste heute auch keine Kürbisse mitnehmen, wie ihr schon seht, weil die sind da ja gut gedeckt, ne? Gegen einfache Zombies, ein wahrer Segen. Auch vor Stab-Hochsprung-Zombies muss man ein bisschen aufpassen, die waren hier im Level nicht dabei, deswegen dachte ich, oh, könntest du mal machen. Und selbst wenn, kann man in 2 Knoblauch-Zehen pflanzen, dann springt er halt die erste rüber und frisst halt die zweite, ist egal. Hauptsache er frisst irgendeinen, hauptsache er wechselt die Reihen. Denn ist alles cool und da es keine Sachen gibt, die über 2 Pflanzen rüberspringen können, ist das eigentlich auch relativ safe in der Richtung. Ich glaube, der Knoblauch wird auch immer weggefressen. Auch gar nicht im ersten Originalpart gerade beobachtet, ob da irgendwo mal das ein bisschen beschädigt war. Weil da muss man natürlich aufpassen, weil sonst rennen die ja plötzlich da durch, wo sie nicht ruhig rennen sollten. So, da ich mir gedacht, komm, du hast so viel Sonne, hast du Update wieder da, kannst du da auch noch einen pflanzen. Wo, wenn da jetzt einer in die Ecke, in die Mitte kommt, kriegt er von den allen rundherum 4 Schüsse aufs Maul, sind 20 Treffer pro so eine Runde. Das ist richtig, richtig böse. Ich glaube, da würde sogar Gargantua relativ schnell hops gehen. Vergleichsweise natürlich. Aushalten tut er trotzdem immer viel zu viel für meinen Geschmack, aber was soll's. Und mal überlegen, was habe ich denn noch so im Part? Achso, genau, richtig. Ich habe zwischendurch nochmal drüber geredet. Leute, ich habe mich ein bisschen wegen Pflanzen gegen Zombies 2 informiert, weil das Display ist ja so langsam auf Richtung. Ja, bald sind alle Überleben durch und Abenteuer ist auch schon wieder, im zweiten waren auch schon wieder zu 80% durch. Zu 20, Entschuldigung, 80 sind noch übrig, so rum. Entschuldigung. Und ich dachte mir, kannst du ja mal Pflanzen gegen Zombies 2 dir mal angucken und habe schon mal im Android-Shop geguckt, weil es gibt es ja nur für Android und Apple und iPhone, ihr wisst schon, iMac oder wie es heißt. Mac iOS, irgendwie so heißt es, dieses komische System. Und auf dem Computer gibt es das ja nicht. Und ja, das Problem ist, ich habe ein paar Bewertungen mal von dem Spiel gelesen und habe auch schon von einigen gehört, dass man da ein bisschen Pay-to-Win-Action machen muss. Das heißt, du kannst das Spiel nicht einfach kaufen und dann spielen. Nee, du kannst das billig dir, also kostenlos runterladen, glaube ich sogar. Und kannst dann das Spiel spielen, kostenlos, theoretisch. Aber die Level werden irgendwann so extrem verfuckt schwierig, dass du irgendwann einfach Bonis kaufen musst, um die Level zu bestehen. Und da ich da persönlich überhaupt gar keinen Bock drauf habe. Schön. Und da ich da überhaupt gar keinen Bock drauf habe, ich habe das schon früher verabscheut, weil, ganz ehrlich, Leute, das kommt mir von alten MMOs bekannt vor, die man kostenlos runterladen kann. Und dann ist aber der das meiste Ingame-Geld bezahlt, der dickste Schwanz nachher. Und das finde ich persönlich einfach nur verabscheuungswürdig. Da stehe ich überhaupt nicht drauf auf das System. Da ist mir lieber, ich kaufe das Spiel für anständig Geld und kann es dann einfach so spielen, auch wie der andere. Also quasi einmal kaufen, immer spielen und das halt immer auf selber Basis. Das ist mir irgendwie lieber. Weil einfach, ja, ich muss nachher im Let's Play dann weiß ich, wie viele Euros bezahlen, um das Spiel wirklich durchzuspielen können. Und wenn ich das nicht will oder das Geld einfach nicht habe, weil das sehe ich auch einfach nicht ein, nachher bezahlt man teilweise ja mehr Geld als für ein normales Spiel. Und das ist mir dann einfach auch, das ist ja schon fast in Richtung Abzocke und so. Einfach das Spiel so schwer machen, dass man Sachen kaufen muss und nicht weiterkommt. Das ist ja beschiss im großen Stil und naja, gut. Problem war, haben sie schon den Leuten von EA, also Electronic Arts hier oder Electronic, wie heißen die auch immer hier, steht in manchen Spieleintros halt drin und die sind halt, ja, geldgeil, was wir als YouTuber sind, sind die in der Spieleszene, die mussten das Spiel einfach unbedingt auf die Basis verkaufen, um möglichst viel Geld zu verdienen und haben damit das Spiel so ein bisschen zerstört, weil ansonsten habe ich gelesen, soll Pflanzen gegen Zombies ziemlich geil sein, es soll ja auf dem PC, auf dem Handy ziemlich akkufressend sein, was mir egal ist, weil ich würde es ja am PC spielen und ja, ich könnte es auch am Handy, kann ich es nicht spielen, weil ich hab ein Handy nicht dafür, dass was so funktioniert. Außerdem ist das Aufnehmen über das Handy nicht ganz einfach. Es gibt zwar Apps, die so eine Art Screen Captures machen, aber ja, die fressen wahrscheinlich dann noch mehr Akku und dann, ne, keine Ahnung. Auch was ich gelesen habe von den Pflanzen gegen Zombies am Android-Handy verbraucht mehr Akku, als das Ladekabel auflädt. Was zum Hölle? Das ist doch nicht mehr normal. Also da hat jemand irgendwie ziemlich gefailt.
Und auch das Spiel ist ein bisschen groß für Handys, finde ich. Mein interner Speicher beim Handy ist, glaube ich, 100 Megabyte oder 160 oder irgendwie sowas. Und das Spiel nimmt ja schon als App 400 ein, mittlerweile mit den ganzen Updates und so sogar 800. Und da dachte ich mir so, ja, das würde ich gar nicht mehr auf mein Handy raufpassen, geschweige denn, würde laufen. Das heißt, ich müsste am Emulator machen, Leute, und da ich echt keine Lust habe, irgendwann mal ein Let's Play abzubrechen, weil das überhaupt nicht so meine Art ist, da einfach sagen, ja, ich komme nicht mehr weiter, ist zu schwer, ich hör auf. Deswegen dachte ich, wir machen da vielleicht mal über ein Livestream-Projekt draus, dass ich dann mal über Android vielleicht mal über den Emulator am PC streame. Das müsste eigentlich gehen. Und in dem Fall hätten wir den Pflanzen gegen Zombies 2 Stream und können halt so lange spielen, wie das Spiel halt mitmacht, wie weit ich halt komme. Vielleicht könnt ihr mir dann noch Live-Tipps geben, weil ich denke, ansonsten wird das für mich echt schwierig über ein Let's Play, weil dann werden die Level vielleicht immer so schwer, dass ihr die Level ein paar 10 Mal sieht und ich halt nicht durchkomme. Und das ist für mich irgendwann frustrierend, das ist für euch irgendwann frustrierend. Und deswegen denke ich, ist ein Livestream, wo wir halt jederzeit den Livestream beenden können, auch einfach eine super Methode. Und dann, ja, wenn ich ein Let's Play machen würde, könnte ich zwar bis dahin Let's Playen, wie weit ich kommen würde, aber dann müsste ich halt abbrechen, wenn es wirklich echt nicht mehr geht und, nö, auf App-Käufe sehe ich gar nicht ein. Also man sagt ja, man kann so viel bezahlen, wie man für ein normales Spiel halt auch am Handy bezahlen würde. Und, hallo, es gibt einige Handyspiele, die sind richtig gut und kosten kaum 3-4 Euro, die man da als Apps dann richtig in-game einmal kaufen kann und die kosten dann auch in-game nichts mehr, sogar keine Werbung-Einblendung gibt es dann teilweise und dann frage ich mich, warum soll ich denn da für ein Spiel für In-game-Käufe 50 und mehr Euro bezahlen, bloß weil die halt einfach nicht genug Geld in ihren Hals kriegen können, das ist ja dann irgendwie nicht mein Bier. Und dann dachte ich auch so, nö, dann weigerst du dich in dem Fall die In-game-Käufe zu machen, außerdem ist es ja so herausfordernder. Und ja, Leute, mal sehen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, aber halt, um überhaupt Pflanzen gegen Zombies zweimal zu zeigen. Weil es gibt halt neue Zombies, es gibt neue Pflanzen und so, schon halt interessant und ansonsten aber durchspielen werde ich es nicht können. Und unter den Bedingungen will ich es auch gar nicht, weil die Leute, also ich finde es immer schlimm, wenn die Spieleentwickler dann meinen, wir haben ein Monopol auf dem Spiel und können damit machen, was wir wollen. Das ist so wie YouTube, Google benutzt ja eher YouTube in dem Fall als Monopolstellung. Jetzt haben sie ja sogar Twitch gekauft, damit die Monopolstellung auch bloß nicht in Gefahr gerät. Das ist natürlich auch eine lustige Geschäftsidee, einfach mal alle Konkurrenzfirmen einfach aufkaufen, wenn man die Kohle dafür hat. Aber naja, wenn es aber machen, na. Kann man nichts machen, wie will ja jeder sein Geld verdienen, aber die Frage ist, wie erbarmungslos man damit umgeht halt. Naja. Aber es wäre halt für euch eine Alternative und für mich auch eine, weil ich würde es trotzdem mehr gerne mal spielen. Ich habe es ja bloß am Handy von Lordi gezockt und da schon gemerkt, dass es echt knackig schwierig ist. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Methode. Das wäre doch einfach ziemlich geil. So, jetzt kriegen endlich alle ein bisschen Eis ab. Die Mittelreihen natürlich nur im Kombo-Momenten, aber hey, es reicht ja auch. Ist ja völlig in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Wie hoch die Musik ist durch diese Beschleunigung, ist ja krank. Na gut, deswegen hört sich ja meine Chipmunk-Stimme immer so an. Little Chipmunk Lord. Ich glaube, ich habe mal irgendeine Videobeschreibung reingeschrieben. Ich glaube, bei Pokémon Colosseum war das damals so. Also damals, das war nicht so lange her. So, los. Los. Geht's, go, sterb. Haha, Butter auf Kopf. Hehe. Kommst nicht vorbei. Komm nicht durch. Oh. Kusikowski. Hehe. So, der kriegt natürlich jetzt. Doch, jetzt kriegt er Eis aufs Maul. Hahaha. So, eine Eismelone fehlt bloß noch und dann haben wir das auch komplett. Und dann ist, ja, Level 1,9 auch komplett. Diesmal mit Melonen macht einfach mal. Wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen Abwechslung für euch reinbringen, dass das nicht ganz so stinklangweilig ist. Weil es halt irgendwie quasi fast nochmal dasselbe. Naja. Ah, halt so, jetzt ist es egal. Bin gespannt, wie sich die Bossmucke gleich bei der Stage 1.10 anhört in 35% mehr Geschwindigkeit. Könnte ich mir lustig vorstellen. Gott sei Dank habe ich das noch gemerkt, bevor ich Donkey Kong aufgenommen habe. Das wäre echt scheiße gewesen. Hätte ich den Boss nachkommentieren müssen, das wäre nur halb so episch gewesen. Wenn überhaupt. Aber naja. So, die kriegen alle kräftig aufs Maul, das sollte auch nicht mehr lange dauern. Je schneller Zombies sterben, desto mehr kommen nach, desto schneller können noch mehr sterben und noch mehr nachkommen. Also mehr Offense heißt, die Level sind schneller rum. Ist das crazy? I'm crazy. Ich hab grad Inside aus Amerika, aber das kennt wahrscheinlich eh keiner mehr. So, da will ich nochmal mein E pflanzen. Was hab ich in letzter Zeit immer mit diesem scheiß E? Hm, na egal. So, komm, noch ein bisschen was. Ein bisschen was.
Noch zwei Sonnenlichter, komm schon. So. Obwohl man sagen muss, jetzt haben wir auch endlich mal ein Level, wo mal die Sonne richtig gut funktioniert hat, ja. Hier sammle ich, baue dann wieder was und sammle dann wieder. Bei dem Level vorher, da war das mit der Sonne total unbalanciert. Da habe ich viel zu viel Sonne gehabt. Wäre gar nicht nötig gewesen, so viele Sonnen zu pflanzen. Weil ich auf die Hälfte des Scheißes, was ich bauen wollte, immer ewig warten musste. Aber daran sieht man auch, dass die Taktik relativ sonnensparend ist, nicht wahr? Einfach nur so ein paar Pusteblumen und ein paar Knofis dahin. Spart Sonne. Eigentlich ziemlich gut. Kann mir vorstellen, dass man damit das letzte vielleicht auch durchspielen kann. Und trotzdem kriegt man halt durch die Ringelblümchen halt viel Geld. Aber an sich halt, wenn man den Zen-Garten einmal ausrüstet, dann braucht man es eh nicht. Hallo, wir starten. Ja, das kennen wir schon. Los. Einmal noch das letzte Level. Dumm, di-di-dumm. Boah, richtig Techno-Beat. Noms, noms. Das ist ja geil. Ding. Das ist ja mal geil. Das hat welche Style. Oh, ich hätte da oben entpflanzen sollen. Hab ich verkackt. So, dann halt so. Bam. Ha. Das klingt aber cool. Das hat ja schon fast 8-Bit-Style. Das ist voll cool. Das finde ich schön. Das ist cool. Ja, da wusste ich nie, wo ich hinpflanzen soll. Das war voll der Fehler, Kaiman, aus der Vergangenheit. Da muss ich dir mal eine Schelle geben. Busch. So. Boing. Rübergesprungen. Er hat ihn verschont. Er hat ihn nicht gefressen. Er ist ein lieber Zombie. Oh mein Gott. Eigentlich müssten wir ihn mitnehmen lassen, aber... Dann level er trotzdem unser Hirn, auch wenn er die Pflanze verschont hat. Das ist doch voll Wildkiff. Nom 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 nom. Auf. Einfach aufgesnackt. Der ist aufgeweckt, Mann, ja. Yeah. Komm schon, ihr seid doch gleich da. Und so, ihr seht doch schon, ich pflanze wieder gewisse Zombies, pflanzen wieder in aller Reihe. Immer dieser Perfektionismus, schlimm. Das ist cool. Ja, da ist die Mucke richtig steil. Los, kommt wieder down. Noch mehr Erbsen. Nom nom nom! Der schmeckt voll gut. Lecker Eisen! Ich mach grad voll mit hier mit den Füßen. Ist ja geil. Na, manche Musik eignet sich dafür, aber so schöne, richtig schöne, langsame Musik, glaube ich, die eignet sich nicht dafür, beschleunigt zu werden. Also stellt ihr euch mal so Donkey Kong Part vor, wo denn irgendein Lied einfach mal 35% beschleunigt wird. Ich glaube, das wäre nicht mehr so cool. Das würde ich mir selber übel nehmen nachher. Da würde ich dir wahrscheinlich den Save-State rückgängig machen und den Part normal aufnehmen, einfach nur deswegen. Man geht natürlich bei Pflanzen gegen Zombies nicht, weil da gibt's keine Save-States. Das war scheiße, Mann. Das war eine Kacke. Bams. So, da haben wir mal eine Mini geopfert. Warte, ich brauche pflanze ich einfach mal nach vorne. So, jetzt kann ich erstmal begradigen hier. So, wenn der Scheiße, ich hab doch die Sache. So, wie gesagt, was man nicht braucht, kann man ja opfern. So. Pflanze ich einfach mal auf die gerade Reihe. So, da sind unsere Nüsse komplett. Die Nüsse sind komplett. Das finde ich voll fett. Ey, der springt da rüber, du Arsch. Schau mal ab hier. Peng. Voll in die... Presse, du kleiner Spaß. Bam! Einfach alle in die Luft gesprengt. Das ist doch voll cool. Typisch, ihr seid schwul. So, mal ein paar Eisblumen opfern. Bräuchte ich nicht. Hab noch eine Mine. Da mal ein paar Nüsse verstärken. Wollte schon wieder mein E machen. Was soll denn bitte? Was mach ich denn da? So, haben wir schon mal Erbsen alle komplett. Da wollte ich sie wegmachen, weil ich, der wird ja wieder symmetrisch. Bis auf die Nuss da unten. Schön in die Mitte pflanzen. Hauptsache bleibt symmetrisch, wa? Immer dieser Nerd. Weiß ich was. Irgendeine Nerd-Sache ist das bestimmt. Oder eine Krankheit. Kann natürlich sein. So. Alle down. Leider fehlte mir eine Pflanze. Da unten eine Nuss. Schade. Naja, egal. Wir haben es gedillt, Leute. Und an der Stelle können wir dann im nächsten Part tatsächlich überlebensschwer Tag machen.
Hier haben wir Unheilspilze, Turbinators und Hochwallnüsse. Das ist natürlich für die Nacht super nützlich, nicht? Und ja, im nächsten Part wird es da weitergehen, Leute. Oh Gott, ich sehe gleich, der Part ist vorbei. Ich muss jetzt die Verabschiedung richtig hinkriegen, Leute. Wir werden uns im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie schwer es ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch gespannt sein. Und an der Stelle sage ich erstmal wieder mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski. Und ich bin zu früh dran. Oh, Scheiße. Ciao.